Total. Rechnungseingang. Da sieht man mal, wie wichtig denn die Überstunden eine Work-Life-Balance ist. Und dass man sich auch mal eine Arbeitsoptimierung Auszeit gönnt und sich dem Leistungsdruck vollkommen hingibt. Arbeit, Arbeit, Tod, Arbeiten. Auf Arbeit! Lass Arbeit! Loslassen! Auf das Los! Arbeiten! Lass! Arbeit, 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 Arbeit! Was machst du? Bist du schlau? Hast du ein Auto? Bist du witzig? Beziehung? Ja, ich bin witzig. Hahaha! Ha, ha, ha. Können wir bitte mal ficken? Oh, endlich fragst du! Nee, ich nehme lieber den hier. Wen? Ihn hier. Den da ganz hinten? Ja. Den? Ja. Nee, den habe ich schon reserviert. Wir haben vorhin schon geschrieben. Mein Gott, dann nehme ich den danach. Wie lange braucht ihr? Ja, nicht länger als 5 Minuten. Hey, alles okay bei dir? Guck mich an und frag nochmal. Hey, alles okay bei dir? Nee, ich bin einfach zu... Ah, müde. Ich... Krieg Schnappatmung. Ich hab keinen Bock mehr auf nichts Bock zu haben, aber es macht ja auch nichts Bock. Es ist nie genug. Ich arbeite schneller, damit ich mehr schaffe. Doch dann kommt noch mehr, deshalb mache ich noch schneller und paradoxerweise erreiche ich nie mein Ziel. Oh du meine Güte. Wir haben Burnout. Jetzt, wo wir so ausgeglichen sind, können wir uns wieder umso mehr